like the moon and the sun. She is worth more than gold, like the stars in the sky. She is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imamaya wagwaya. Ngozi chuku bunkeya. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. Oh yeah. Mama ya bwa ya, yeah. Ungozi chuku bunke ya, she's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kuno dia niru. Obidia, yeah. Ugebo yibong wano. Oh no. Mwanyi manaria onyomamo sime jisike na emesi agani mwanyi mamaya mwanyi ye mwazi chububunke ya baby mo. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. She's a virtuous woman. Yes, the one you do call so. Eine Frau, die hat das Ganze hier organisiert, das ist Miranda OBEN. Und Miranda OBEN hat so eine große Vision und ich liebe große Visionen. Mein Spruch ist, wenn deine Vision dich nicht fürchtet, dann ist sie nicht groß genug. Und deshalb bin ich hier, weil ich mit Menschen mich verbinde, die ebenfalls eine große Vision haben. Und ich hatte die Ehre, heute Morgen die Eröffnung zu machen, Miranda OBEN auf die Bühne zu holen und mein Interview mit ihr about the world formula and quantum physics is in the afternoon. So be excited. Thank you. Mais 50 personnes de nationalités différentes qui présentent leur vision. Je pense que c'est une raison suffisante pour pouvoir venir échanger avec les autres, partager. Comme on dit, c'est dans le partage qu'on grandit ensemble, qu'on apprend toujours des autres, qu'on n'est jamais un produit fini. Celui qui croit qu'il est un produit fini, ça veut dire qu'il est déjà mort. Donc on apprend toujours des autres, on s'inspire des autres et on a aussi l'occasion de donner un message au monde. Je pense que j'ai saisi cette opportunité sans hésiter de notre consoeur Miranda, qui a su mobiliser en l'espace de très peu de temps des personnes de qualité qui ont des choses importantes à dire au monde.
I am so excited to be here to support Miranda OBEN in this wonderful vision of bringing 50 speakers from 50 nations together. It is a way of uniting the world, bringing inspiration from all over, and I'm just so incredibly excited to be here. Thank you. Der Hauptgrund, warum ich heute hier bei der Speakers Arena bin, ist, dass Miranda eine so große Vision in die Welt bringen möchte, dass ich gerne einen Teil dazu beitragen möchte, meinen Teil dazu beitragen möchte, dass wir diese Vision groß machen und in die Welt rausbringen können. Ich wurde eingeladen von Miranda und ich habe eine Einladung bekommen und sofort hat es mich innerlich berührt und ich war so aufgeregt und I feel honored to be here on stage and that I can represent my home country Germany and as well talking about life-changing processes, how I developed from a home state mom to an entrepreneur. So I would like and inspire change in life. I'm here today because I wanted to support Miranda. I loved her idea and her big, big vision of bringing 50 nations together and 50 people speaking on stage. It was phenomenal so far. The networking is just outstanding and I just love being part of such a big vision. So I decided to make my way here to the Speakers Arena 2019. Today, July 27, 2019, I want to thank my family that believe in the vision. I want to thank my husband who said, yes, honey, you can do it. I want to thank my son who always gives me a hug when I'm tired. My family back in Cameroon, my family across the world, and today my new family of the speakers. As Whitney Houston says, there can be miracles when you believe. Thank you all for believing in the vision. Take with you a piece of everyone, anyone, wherever you are when this video is going to get in front of you, either on your desktop or on your smartphone, I would like you to put on a smile as you think about yourself as a person on this earth at this moment. My name is Miranda OBEN. Miranda, a name given to me at birth by my dad, means she that shall be admired. You're not admired for anything less than what you do for other people. So admiration comes from what you can do to touch other people's lives. I have been blessed on my little journey on earth to be able to stand on the most amazing stages and end up with a huge network of people around the globe. People who believe in me, people who see me for who I am, people who acknowledge that when I set my mind to something, I succeed. I can only succeed because I have an amazing team. I have teams working in Cameroon, in Luxembourg, in France, in the UK, in the USA, in Germany. And so I'm really, really glad that these teams can help my visions. The Speakers Arena, which you're witnessing today, was birthed by my love for people, my love for what is good, my love to be able to connect the world, believe that we are one. So the purpose of having this kind of event launched in Germany, within 2 months of having the idea, it's just to be able to connect the world, show other success stories, so people who are still scared and not sure about their visions and business and entrepreneurial paths can see from the success others have had that they themselves can do it. Whenever there is a dream planted in your heart, it is because you are the right person to succeed in making that dream come true. We have just cut the red ribbon today, July 27, 2019. We are symbolizing here 50 nations with 50 speakers on one global stage, following one vision. I am telling all the speakers who will watch this video, who are here today, and the amazing audience and the beautiful energy in the room, I thank you all for welcoming this vision. Together we will move the world. If your dreams don't scare you, you haven't started dreaming. This was a dream 2 months ago, and within 2 months, people worked across the world
flew in across the world because they believe that together we are stronger. They believe in themselves. They believe in what I always say, that dreams do come true. They believe in what Mandela said. It only seems impossible until it is done. We have done it today. Miranda OBEN, I am so honored to say thank you to my husband, thank you to my son, thank you to my family, thank you to my colleagues, my business partners, everyone across the world who is sharing this vision with me, my amazing team without calling names who have worked so hard to make sure we have this great success. Now, if you are a sponsor out there and you want to join this vision, let us know. If you are an entrepreneur, let us know. If you have a dream, come to us. If you're the media, if you're the media and you want to cover this event just like the camera teams here present, get in touch on the website on www.thespeakersarena.com. I will be delighted to welcome you again in 1 year on June 27th, 2020, when we bring the world together with 50 nations, 50 speakers for the second edition of an amazing and breathtaking day. We have just started and we are not stopping. We are ready to make the world know our message. Thank you all and have a beautiful day wherever you are. Send us an email if you have a question. Send us an email if you have an idea. And trust me, many generations from today, this video will be watched over and over and over. And we can touch the little children as well. Thank you so much. Au bout du monde, chercher l'amour qui dort. Les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, y a une flamme qui s'endort. Où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois. Damals haben wir auch im Zusammenhang mit dem Programm Returnees in Kamerun sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsame Veranstaltungen dort durchgeführt, beziehungsweise ich habe sie auch bei ihren Veranstaltungen immer wieder unterstützt, weil ich es wichtig finde, dass diese Ideen unterstützt werden. Und da ist es eben einfach auch so, als diese neue Idee geboren wurde, diese Speakers Arena zu schaffen, da habe ich dann gleich gesagt, diese Idee möchte ich mit auch unterstützen. Ich möchte mit Teil von dieser Familie sein und deshalb bin ich hier, deshalb bin ich dann auch gleich gekommen, als Miranda mich darauf angesprochen hatte. Alors, bon après-midi, je suis ici comme orateur pour cet événement. De Speakers Arena, j'ai été invité pour présenter un thème, notamment les quatre stratégies principales pour le succès. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis ici à Nuremberg en cette journée. So the reason I was here, I've been invited by Miranda. We met at one event early this year, and I love public speaking, and I wanted to transmit this message to other people. Also vor allem der Hauptgrund war, dass hier 15 Nationen zusammen sind, 15 Speaker aus 50 verschiedenen Nationen. Und mich hat das erstmal begeistert, meine Message mit 50 Nationen zu teilen. Und als zweitens, ja, der Fußball ist ja für jeden interessant. Und ich bin der Meinung, dass jeder ein Fußballmanager werden kann, wenn er nur die ersten Schritte beigebracht kriegt. Und das kriegt er bei unserer Spa-Akademie Schritt für Schritt erklärt und weitervermittelt. Und das war auch einer der Sachen, was ich einfach teilen wollte mit dem ganzen Auditorium und wenn es geht auch mit den Medien. Ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass so viele Menschen gekommen
Und ich habe nichts für Möglichkeit gehalten, aber wie ich das sehe, wie Miranda sich so bewegt. Oh, 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 Sugar. Papa, thank you. Yeah. Oluwa na gode. Yemi alade. Sele popote. Hello, chineke na gode. Person where hustle supposed to chop. It's supposed to pop. It's supposed to chill. Intervenants venant du monde entier, 50 nations, 50 intervenants, et ça c'était très intéressant. Yes, I am satisfied. I'm full of energy with all this, a lot of nations, diversity, in ages, in religion, in color. I love this. It's a great thing to be filled with all this energy that all of us are looking for change, for something good, that we all are going with this idea with our friends in other places and regions, so I'm very happy about this. Wow. Satisfied is the wrong word. There's just been so many inspirational speakers, so many passionate people here. It is just a privilege, it's an honor to be part of this and to share the stage with these people. Ich muss sagen, es ist ein wahnsinniger Erfolg. Ich habe mir so viel Input nicht erwünscht. Es war besser, als ich mir das gewünscht habe. Und außerdem, ich habe auch gesehen, dass wenn Menschen sich verbinden, dass wir zusammen wahnsinnig viel bewegen können. Und hier, die Speakers Arena ist ja auch eine Bewegung. Wir sind ein Movement, das in der Zukunft mit Sicherheit wachsen wird. Den Wahnsinn, das hätte ich nicht für möglich gehalten, was wir hier auf die Beine gezaubert haben. Die Energie ist unglaublich. Die Energie von so vielen Nationalitäten flasht mich. Also ich bin begeistert. Ich bin sehr zufrieden mit der Veranstaltung bisher. Es hat mir sehr, sehr viel gebracht für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung. Es hat alles perfekt funktioniert. Ich wusste, wann ich drankomme. Ich wusste, ich wurde gut gestylt. Ich bin ganz glücklich und ich freue mich auf nächstes Jahr bei Speakers Arena 2020. Dankeschön. I love being here. I'm like, it's so wonderful. The energy is great. I can highly, highly recommend. If you're thinking about coming, book your ticket right now, because this is absolutely incredible. And you will have a lot of growth in your business, in your personal life, in your relationships, because here are the right people that are coming together, that bring all that message forth, that help you to grow. So it's phenomenal. Well, my reasons is that I have a huge vision, and my vision is to inspire and to empower 20 million people on this planet Earth to boost their lives and their business to greater heights. And how we do that? Through the coaching that we provide. Oh yes, I'm so thrilled, because there have been 50 cultures here today, 50 cultures, 50 nations, and one vision, and this is what unites us all, and it's just amazing to connect with so many people from all over the world and from the different backgrounds. I can only recommend to come here. This is just the start of this historic event today here in Germany, and this is going to be legendary. Die Speakers Arena, das ist ein tolles Format. Es ist eine tolle Möglichkeit, es ist eine neue Idee, eine Vision, die wirklich Realität geworden ist. Diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedliche Leute, unterschiedliche mit einem ganz unterschiedlichen Background hier zusammenzubringen, auf diesem Niveau, das fand ich eine geniale Idee, die auch sehr erfolgreich hier umgesetzt wurde. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe einen langen Anreiseweg gehabt, zumindest mit dem Zug von Hamburg hierher bin ich schon eine ganze Zeit unterwegs gewesen und kann aber zum Glück auch heute nochmal ausschlafen und erst morgen wieder zurück. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Weg auf sich genommen zu haben. Ok, merci. Je suis très honorée d'être ici. La raison principale pour laquelle je suis ici à The Speakers Arena, c'est
que voilà, j'aimerais bien partager ma vision, j'aimerais bien partager mon expérience avec d'autres personnes, avec d'autres speakers, avec des invités, des VIP guests qui sont arrivés ici. Et oui. Oui, merci, je suis très satisfaite. J'ai pu échanger avec d'autres speakers et cela m'a permis de voir les choses de façon un peu différente. Diese Halle, Meistersingerhalle, ist ein passender Rahmen hierfür und ich liebe auch diese Vielseitigkeit eben. 50 Nations, 50 Speaker und wir sind bei der Hälfte des Tages und es klappt einfach wunderbar und jeder einzelne Sprecher ist es heute wert, hier zu sein und ich freue mich jetzt schon auf 2020. Super zufrieden. Ich change hier zwischen Deutsch und Englisch, weil ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin dann aber nach Kopenhagen gezogen. Also ich rede in Deutsch und in Englisch und ich finde diese Energie hier einfach einmalig mit supportive, positive mindset that we are really one, that we need each other to grow. And here is a community where you find people who are an entrepreneur, who have an entrepreneur mindset, who want to deliver really a great message. Connect with these people and you know, together we can achieve so much more. Okay, I'm very, very satisfied because it's all very professional. I thought, oh, let's see, maybe there's some things, but no, it's all set up very professional. The team is competent and the flow of the conference is really, really good. So I have seen a lot of events and this event is... So see you next year. Thank you. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you search within your soul, and the song that you know will melt away. Like the moon and the sun, she is worth more than gold. Like the stars in the sky, she is worth more than diamonds.